Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded mit Jumro, der nicht wartet. Hallo. Also müssen wir hier über diesen Schlauch oder was? Ich will aber erst den Zahn. Du bekämpfst in der Zeit die beiden Nashornkäfer. Nee. Wieso denn nicht? Es geht schon wieder los. Sandy sagt wieder, nö, mach ich nicht. Welchen Zahn? Komme ich da hin? Nö. Ja, nicht, wenn Sandy mir im Weg steht. Kommst du nicht? Du hättest mir sagen können, dass ich mehr Pfeile als 40 brauche. Sandy, du brauchst auf jeden Fall mehr Pfeile als 40. Ich hab nur 40. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, ich schaff's nicht. Nein, das war so knapp. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. So ein Ärger. Das war so knapp. Cool. Oh nein, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ja, dann geh einfach das Kabel hier hinten wieder hoch. Welchen Ja, wir Kabel? können das Ganze auch auslassen hier unten. Wir müssen das nicht machen. Welchen Kabel? Welches Kabel? Hier, der Schlauch da neben dir. Das schwarze Ding. Das, genau. Geht das einfach wieder hoch? Aber du kannst doch den Zahn holen. Ja, weiß ich, von hier. Vom Kabel. Achso. Der hat unten meine Feinde. Der dicke Arschkäfer. Da komme ich jetzt wieder nicht drauf. Das kann doch nicht sein. Du musst Ich habe keine vielleicht Lust wirklich mehr. von dem Kabel hier direkt rüber. Ja, mein Ding ist auch gleich kaputt. Dein Ding. Das ist aber schlecht, Jumbo. Ja, ist mir egal. Ich brauche das nicht. Ich habe das schon. Spring du doch mal rüber. Das gibt's doch nicht. Ich auch nicht. Ich hab Ich zu bin mir spät sicher, dass gedrückt. ich darüber gekommen bin. Da ist ein Assi-Käfer. Das nennt man Termite. Ne, der Assi-Käfer ist der Dicke. Ich gehe jetzt weiter. Können wir nicht. Ich ignoriere den Zahn jetzt. Oh. Aua. Also holen wir den Zahn jetzt nicht, ja? Ich nicht. Wenn du ihn möchtest, kannst du ihn gerne holen. Ich hätte ihn gerne, aber wenn du schon weiter rennst, kann ich ihn holen. Ja, ich bin nur auf dem Rohr, Sandy. Bin schon Das hier. muss dich von nichts abhalten. Bin jetzt auf dem Rohr. Hör Hat mich bitte auf, ab. mir die Schuld zu geben. Bin jetzt hier. Ich habe das hier alles schon gemacht. Da unten ist auch noch überall Sachen, die man alle looten kann. Ja. Und die wären wichtig. Ja, ziemlich wichtig sogar. Da Aber da oben ist auch kommt. noch mal eins. Aber da kommen wir nicht dran. Hier in dem Rohr ist auch noch mal irgendwo ein Stein, ein Zahn. Cool. Hier ist noch so einiges. Warum ist das immer so neblig? Light. Burn back the shadows and turn away the inky depths of the night. Wo bist du jetzt hin? Ich bin den Fusselklumpen hier hoch. Hallo, garstiger Käfer.
Kit, hier unten ist ja auch echt alles, ne? Ja, alles will uns töten. Ah. Auch die Moskitos. Müssen wir da rüber fliegen oder was? Jo, Bro, ich schaff's nicht. Bin im Wasser. Ja. Ich habe gerade 5 Moskitos am Arsch. Entschuldige bitte, wenn ich mich da nicht drum kümmern kann. Ich sag's dir nur. Und kleine schwarze Witwen. Ach Mann, ey. Gehe ich dann auch ins Wasser. Sie sind weg, also zumindest die Moskitos und so. Ja, ich bin nur hier hinten rausgekommen. Oh. Ja, wir haben jetzt hier eine elendige Jump-and-Run-Dings. Ich hatte gehofft, die könnten wir uns sparen, aber ist halt nicht so. Warum sehe ich dich nicht schießen? Weil ich gerade im Wasser war? Wow, man sieht schon in der Aufnahme, dass du da stehst. Oh, ist das ernsthaft schon wieder eine Mücke? Wenn ich gleich sterbe, gehe ich offline. Das Aggro von dem Moskito. Ich schieß drauf, der geht auf mich und du machst nichts. Finde ich nicht gut. Möchte ich jetzt mal anmerken. Cool, ich bin schon wieder im Wasser. Ja, das wird öfters passieren. Und das meine ich jetzt nicht böse. Das ist eine absolute Scheiß-Jump-and-Run-Passage. Okay, da kannst du nicht hochlaufen, aber es war ein Versuch wert. Ich sollte jetzt auch mal wieder die Sicht ändern. Wow. Oh, ich stand gerade drauf und lauf zurück, ey. Was so ein Vollidiot. So, ich muss jetzt erstmal wieder hier drüben auf die Wurzel. Tschu, tschu, tschu. Am besten bis so hier und dann. Hüpf. Oh. Okay, ich hab's gerade irgendwie geschafft mit mehr Glück als Verstand. Gut. Passiert schon mal. Wow. Und wir müssen da hinten in dieses schwarze Loch rein, oder was? Ja. Wow. Ganz genau. Denn da wohnt die große schwarze Witwe. Na, klasse. Und da müssen wir hin. Sehr schön. Sorry, wenn ich jetzt gerade weniger rede, aber... Und jetzt müssen wir von der Wurzel auf den... Nagel? Huch, was war's? Ach, nimmst du die jetzt alle mit? Ich finde meinen Hammer gerade nicht. Muss ich wieder ausrüsten. Ach, ich kann ja auch das Messer, glaube ich, hier nehmen. Nein, es benötigt ein Hackwerkzeug. Okay.
Dann wechseln wir das doch einfach. Nein, die rollen ja da alle runter. Nehmen wir die nicht mit, oder doch? Da hängt ein Pfeil in der Wand. Oh nein. Hä? Was? Oh. Ekliges Kackvieh. Wo bist du? Da kommt die nächste. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Über dir. Kannst du mal aufhören zu fliegen? Au. Hab ich sie getroffen? Bestimmt. So, ich wollte jetzt gerade erstmal ein paar Pilze essen, damit ich den Quatzit nehmen kann. Ach, jetzt hast du es schon genommen. Okay. Ja, ich hatte ja schon Quatzit. Achso, hattest du schon. Ja. Soll ich dir auch die Bärenleder, sag ich schon. Ja, kannst du mir geben. Also hier ist das Quarzit. Und die Raupen meine ich hier. Zack. Oh. Da liegt auch irgendein Fall. So, da drüben ist übrigens Science. Aber wenn du die holst, musst du den ganzen Jump'n'Run Quatsch hier nochmal machen. Na klasse. Also ich verzichte jetzt auf die Science. Ich kann es nochmal machen. Weil ich gerade ins Wasser reingefallen bin. Okay. Katze, kannst du das mal bitte lassen? Aber dass man wirklich nur hier hinten rausschwimmen kann, ist auch scheiße. Das stimmt. Moskitos, ey. Wie in real life. Nervig ohne Ende. Au, jetzt hat er mich runtergehauen, der Mistsack. Bist du jetzt auch wieder unten, oder wie? Nö. Ich steck im Spinnennetz, was viel schlimmer. Scheiße. Mal die kleinen Scheißer mich jetzt wieder vergiften. Ach Mann, ich komm nicht, jetzt fall ich runter. Aber du bist doch da hinten schon direkt bei der Höhle. Ja, aber hier sind die kleine schwarze Witwen. Ach so. Und die vergiften dich. Scheiße. Oh, ich spring gerade immer zu weit. Wieder. Ich bleib schon extra weiter hinten stehen. Kann ich mich jetzt mal heilen, bitte? Oh Mann. Ich war schon so weit und bin dann runtergeklatscht. Und ich hab Durst im Spiel. Katze! Oh, jetzt kommt... Mann. Und dann wurde so runtergebämst worden. Ich höre schon wieder eine Stechmücke. Aber ich sehe sie nicht. Kann das Gift jetzt mal bitte aufhören? Ich bin schon wieder unten. Ist das jetzt der...
Ich weiß, warum das nur 10 so wenige Prozentzahl der Spieler hat. Oh, Also, ich Katze! sag's mal so, normalerweise verbringst du allein mit dem ganzen Abbauen, Kämpfen und Looten hier bestimmt eine Stunde drin. Mindestens. Allein im oberen Bereich. Na klasse. Kriege ich ja gleich einen Albtraum. Mit den ganzen Nashornkäfern und so. Ich glaube, da oben sind alleine drei Nashornkäfer. Ich brauche ja allein schon 2 Stunden fürs Jump and Run. Ja, ich habe da beim ersten Mal auch ziemlich lange gebraucht. Ich habe sogar zwischendurch meine Aufnahme beendet. Weil ich irgendwann so fertig war, dass ich nicht mehr, die erste Wurzel da hinten hochkam. Ja doch, die erste komme ich sogar noch hoch. Die zweite ist aber schon problematisch. Aber ich habe auch alle Viecher im Wasser getötet und so. Das ist eine Biene. Was macht denn eine Biene hier? Party. WTF. Hallo Biene. So, ich esse jetzt erstmal ein wenig Weihnachtsgebäck, während ich hier auf dich warte. Oh, ich hasse Jump'n'Run. Genau aus so einen Gründen, weil man freut sich, ja, ich hab's schon so weit geschafft und dann klatscht man runter. Ist dann wieder total sad down drauf. Und hat dann einfach keinen Bock mehr. Das entspannt mich auch überhaupt nicht, ne? Das ist gerade Stress pur für mich. Aber es mag ja Menschen geben, die Jump and Run entspannt finden. Bei mir ist es nicht der Fall. Finn, ich glaube, das weiß jeder. Mittlerweile. Mittlerweile ja. Oh ja, bleib da hängen, ey. Ey. Kitter. Hui. Oh, ist hier so ein Moskito ergo Summ. Was hast du da gerade erstalkt? Die schwarze Witwe. Jo, Bro. Hier. Hallo. Hallo. Nicht weiterrennen. Warte, Aufnahme sind jetzt noch 2 Minuten. Ich beende jetzt die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.